Ja, nee, es ist immer so der Fall mit allen Spielern. Aber ich glaube, es war der Ballack war auch weg, der Lucio, beide nach Bayern München. Und ja, aber mit Lucio, wir haben auch ganz viel über Brasilianer geredet, Lucio, Ronaldo und so weiter. Ich wollte nur wissen, was ist Ihr Lieblingsspitzname? Also Sie waren immer als weißer Brasilianer genannt oder Schnicks. Was wäre Ihr Lieblingsspitzname und warum? Also meine Freunde nennen mich immer Schnicks, von klein auf, weil ich immer fußballerisch schnicken wollte. Einfach Fußball spielen, die Leute austribbeln wollte, Vorlagen geben wollen und deswegen von Schneider Schnicks umgewandelt durch Schnicken im Fußball. Und deswegen bin ich dann zum relativ in frühen, jungen Jahren zum Spitznamen Schnicks gekommen. Weiße Brasilianer ist dann, ja, dann mehr oder weniger durch das Endspiel im Finale 2002 entstanden, wo mich dann der Reporter war, wenn ich richtig mich erinnere, mich dann als weißer Brasilianer getauft hat. Und da hatten wir in Leverkusen auch viele, viele brasilianische Spieler bei uns, Nationalspieler dabei, wo es natürlich, wo man sich das ein oder andere oder den ein oder anderen brasilianischen Trick sich abschauen konnte. Ja, bestimmt. Und ja, das haben Sie gerade gesagt, wollte ich auch nachfragen. Also würden Sie lieber auf brasilianische oder auf deutsche Art Fußball spielen? Ich glaube, ich bin in Deutschland geboren und deswegen mag ich die deutsche Spielweise. Aber trotzdem gehört halt Hackelspitze 1, 2, 3 gehört auch mit zum Fußball. Kairo war ich auch schon einmal. Urlaub. Ja? War Urlaub, ja. Nilkreuzfahrt habe ich gemacht. In Aswan, Luxor. Aswan, Luxor, ja. Aber Kairo ist jetzt viel wärmer, also nee, Luxor Aswan ist jetzt viel, viel wärmer. Luxor Aswan ist jetzt vielleicht 32 Grad oder so. Kairo ist 22, 23 Grad. Verurlaubt wäre ich bestimmt in Luxor und Aswan gemacht hätten, ja, im Winter. Was im Winter? Ja, ich war im Winter, genau. Ja. Nilkreuzfahrt. Ja. Und dann drei Tage Ägypten, Pyramiden in der Hauptstadt Kairo. Ja. Und wie haben Sie die Pyramiden gefunden? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Fast so wie es WM-Eröffnungsspiel.